Ein 99er Torhüter gegen einen 99er Stürmer in einer 100 Freistöße Challenge. Das haben wir heute vor im heutigen Video. Ich werde einen 99er Stürmer erstellen und einen 99er Torhüter. Und in der Trainingsarena werden wir die beiden gegeneinander duellieren lassen. Ich werde als 99er Stürmer 100 Freistöße auf den 99er Torhüter schießen. Und das Ganze wird extrem schwierig, weil beide sind verdammt gut. Die Reflexe, alles, die Reaktion vom Torhüter sind unnormal, was da überall hinkommt. Der kann gefühlt 4 Meter weit springen. Aber auch der Stürmer kann aus 30 Metern schießen, wie ein normaler Spieler aus 10 Metern gefühlt. Das heute im Video als Challenge. Wenn ihr darauf Bock habt, lasst nochmal oben da, abonniert den Kanal und schreibt gern Vorschläge für weitere solche Challenges gerne in die Kommentare, was ihr noch so sehen wollt. Jetzt erstmal genug dazu. Ich würde sagen, wir gehen direkt nach dem Intro rein in die 100 Freistöße gegen eine 99er Torhüter Challenge rein. Abfahrt. Und rechtsklick. Peace Mates, was geht ab und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem erneuten Video. Ich habe euch im Intro schon gesagt, worum es heute geht. Es ist mal so ein kleines Challenge-Video innerhalb von FIFA. Ich habe sowas öfters jetzt nicht gemacht, schon lange, lange her. Ich glaube, das letzte Mal in FIFA 21 schon sowas ähnliches. Aber heute wird es ganz normal auf eine höhere Stufe gebracht. Wir brauchen heute für das Ganze natürlich zwei krasse Spieler. Es wird eine Torhüter- bzw. eine Spieler-Challenge sein. Wir werden einen 99er Torhüter gegen einen 99er Stürmer antreten lassen. Und dazu gehen wir erstmal natürlich rein in FIFA. Und dazu für die Trainingsarena brauchen wir zwei passende Spieler. Und die werden wir uns jetzt erstmal erstellen. Und wir fangen an, würde ich sagen, mit dem Goalkeeper. Ich habe den Torwart soweit erstellt, jetzt geht es an die körpereigenen Attribute. Ich werde den Mann auf jeden Fall so groß machen, wie es geht. Wir machen den auf jeden Fall 2 Meter groß und der wiegt bei 2 Meter, würde ich sagen, stabile, ja, 85 Kilo, dass er noch gut springen kann. So haben wir schon mal das Ganze. Jetzt müssen wir nur die Attribute alle beim Torwart auf 99 bringen. Und wenn wir das Ganze haben, haben wir unseren 99er Ultimate Torwart auf jeden Fall schon mal voll. Und der Stürmer wird auf jeden Fall durstig die Zähne ausbeißen. Und jetzt ist unser Torwart fertig. Der Goalkeeper, alle Werte auf 99. Den können wir jetzt erstmal so speichern, denke ich. Der wird dann bei uns das Tor. Und jetzt werde ich den passenden Stürmer dazu erstellen. Auch der Stürmer ist fertig. Ich habe keinen komplett neuen Stürmer gemacht. Als Stürmer nehmen wir Lionel Messi. Ich habe jetzt den Angriff auf 99. Verteidigung so gelassen, ist ja uninteressant. Die Fähigkeiten auf 99, die Kraft auf 99, Bewegung alles auf 99, Mentalität alles auf 99 und Torwartfähigkeiten habe ich auch so gelassen, weil auch die sind ja jetzt in der Challenge uninteressant. Das heißt, wir haben jetzt einen 99er Torwart versus einen 99er Stürmer, der in dem Fall Lionel Messi sein wird. Wir können auch in anderen Videos auch gerne andere Spieler nehmen, aber die beiden werden jetzt in der Trainingsarena gegeneinander antreten und zwar heißt es heute 100 Freistöße gegen einen 99er Torwart. Ich bin gespannt, ich würde sagen, wir gehen rein und schießen uns erstmal etwas warm. Wir sind jetzt drin in der Trainingsarena, ich habe hier meine 99er Messi und den 99er Torhüter. Es werden wie gesagt Freistöße sein, Schüsse außerhalb von 16er, vielleicht der ein oder andere Elfmeter, aber das eher weniger. Und ich merke schon, der geht ab und wir schießen uns jetzt einfach mal warm und gucken, was der erste Schuss bringt. Oh, das war eine geisteskranke Parade. So, fangen wir an. Der erste Freistoß machen wir in diesem Winkel. Das mag ich auch in Real Life aus der Position Freistöße. Da fangen wir auch an mit dem ersten Freistoß. Ganz normal, basic in den Winkel. Sollte für Messi kein Problem sein. Und der ist drin, der erste Freistoß. Da war der Torhüter, glaube ich, noch dran. Okay, der kann eigentlich nichts werden, oder? Aber vielleicht etwas Glück. Ja, den hat der Torwart, den fängt er. Der war, glaube ich, zu leicht. Wobei, oh, den hat der Torwart knapp gehabt.
Bis jetzt haben wir einen Freistoß reinbekommen. Und ich denke, der geht auch rein. Komm, Messi. Oh, der ist nicht drin. Oh, Lattenkreuz. So, der ist eigentlich gut platziert. Oh, da kommt er ran. Oh, er muss immer springen wie sonst was. Gehen wir nochmal hier in diesen kleinen Winkel rein. Das dürfte eigentlich kein Problem sein für Messi. Danach probieren wir mal den anderen Winkel vom Tor aus. Vielleicht klappt der besser. Oh, was war das für ein Sprung? Und nochmal von hier aber in den anderen Winkel. Die dürften eigentlich ja nicht so gut kommen, aber manchmal ist ein Messi auch für Überraschungen gut. Und der ist drin. Genau die hier, komm, geh rein. Der ist drin. Oder es ist vom Torhüter die schwache Seite. Kann auch sein, komm. Wenn drei ineinander reingehen, suchen wir uns eine neue Ecke. Oh, der könnte Pfosten gehen. Nee, der ist drin. Das ist echt irgendwie vom Torhüter die schwache Ecke. Ich glaube, wir haben eine Schwachstelle rausgefunden. Aber die Position behalten wir bei. Ja, da war jetzt der Torwart mal dran. Okay, da war er dran. Komm, renn zum Ball, renn zum Ball. Gib mir den Ball. Ja, perfekt, Digga. So, ändern wir jetzt die Richtung mal in die richtige Richtung. So. Oh, der kam schön. Oh, hat der Torwart nicht festgehalten. Schade. Oh, ist das schwierig. Das zittert so. Und bin ich das? Oh, der ist drin. Sah zwar jetzt nicht so cool aus wie Topspin, aber ich weiß nicht, ob da zu wenig Wumms ist, wie dahinter ist. Nein, der ist nicht drin. Oh. Irgendwann, da gibt's einen Winkel, der, wenn du den triffst, dann geht das Ding auch rein. Aber genau den Winkel müssen wir halt erstmal treffen. Oder genau mit dem Wumms erstmal. Oh! Fast! So, nochmal von hier. Hier war die Schwachstelle, die vermeintliche vom Torhüter. Probieren wir nochmal ein. Oh, Pfosten und rein. Schönes Ding, Messi, schönes Ding. Wir könnten den Winkel probieren hier höchstens. Aber da ist halt die Gefahr groß, dass er reingeht. Was? Probieren wir es nochmal. Oh, auf der Linie. Hat er an mir noch weggenommen. Welchen Winkel nehmen wir jetzt? Nehmen wir nochmal den hier. Ich nehme jetzt einfach die Winkel, die mir dümmer vorkommen. Weil bei denen klappt es besser. Boah, der war verdammt knapp. Wo ich ja vorhin gesagt habe, das ist eigentlich die dümmere Seite. Uff. Schon wieder. Wie oft heute noch? Eigentlich müssen wir jetzt nur noch von hier treffen mit Messi irgendwie. Schön ins kurze Eck mit gut Wumms. Hoffentlich nicht zu viel Wumms. Nein, der ist drinnen, ne? Der ist drinnen. Komm, zwei Tore von der Seite. Es muss doch jetzt noch von hier klappen. Es muss nur noch von hier klappen. Und dann ist so, dass ich sage, okay, vielleicht zu viel Wumms. Nein, genau richtig, Wumms. So, jetzt aber, komm, bitte. Digga, der Torhüter, der bringt sich hier selber gerade um. Der springt überall dagegen. Puh, ganz viel Konzentration in diesem Ball. Letzter Ball, Jungs, letzter Schuss. Gut Wumms, gut geplaced. Digga, was? Das war natürlich noch nicht der letzte Ball. Das war jetzt... Das wird der letzte Mal. Das kannst du halt auch keinem erzählen. So Leute, das war mein kleines Video-Experiment, meine kleine Challenge 99er Stürmer, also Messi gegen den 99er Torhüter, der Donnarumma war. Es waren locker 100 Schüsse. Ich habe natürlich nicht alle Schüsse jetzt hier reingeschnitten, weil es auch einige Schüsse gab. Die waren wirklich zum Vergessen. Das waren so ein bisschen die Highlights, die besten Momente. Und es sind echt nicht viele Tore bei rumgekommen, muss ich sagen. Man merkt wirklich, ein 99er Torwart ist wirklich geisteskrank. Und ich weiß, warum Oliver Kahn nicht als Eigen kommen wird. Weil der wird für zu viel Rages sorgen in Ultimate Team. War mal eine coole Challenge. Eventuell können wir das Ganze mal machen mit anderen Spielern. Vielleicht mit den schlechtesten Spielern, mit Elfmetern, mit was auch immer. Wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt eure Ideen gerne mal in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über den Daumen nach oben freuen. Und natürlich über ein kostenloses Abo, gerade dass ihr FIFA 23 dort nichts mehr verpasst. Das war's aber erstmal zu dem Video. Erstmal heute zu mir, Jungs.
Und ich hoffe, wir sehen uns ja bald zurück auf den Kanal zu irgendeinem neuen FIFA-Video. Bis dann und rein, aber nicht in sich, denn das tut weh. Das ging aber schnell vorbei, muss ich jetzt schon gehen. Dann sag ich schnell tippetippetapp, ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder, wir tanzen, spielen, singen Lieder. Piep, Klo, Platsch und machen ganz viel Quatsch. Hey! Gülle, Gülle, das wie dann ja, adios und tschö. Sayonara, Yasu, ciao, bye bye und adieu.